Liebe Freunde, begrüßt mit mir gemeinsam Tischlermeister Norbert Fischer. Also ich danke euch erstmal, dass ihr alle so lange durchgehalten habt und mich noch hören könnt. Ich freue mich, dass ich die Einladung bekommen habe und ich versuche mich trotz des schönen Sonnenscheins und der kalten Weine, die wir in der Zwischenzeit gekriegt haben, kurz zu fassen. Wir treffen uns natürlich heute, um für Frieden in der Welt und Gerechtigkeit in unserem Land zu demonstrieren, aber besonders für die nachfolgenden Generationen, unseren Kindern und Enkeln. Mein und das Interesse des Handwerks liegt ausschließlich in einem friedlichen, selbstbestimmenden und freien Zusammenleben aller Menschen. Nur in dieser Zusammensetzung kann Arbeit und Leben möglich sein. Deshalb sind diese Kriege nicht in unserem Sinne. Auch wenn Russland und Israel in Bedrängnis gebracht wurde, ist es kein Grund, Krieg zu führen. Aber, wie wir alle wissen, braucht eine angreifende Macht keinen Grund, um Krieg zu führen. Dies haben wir in den verschiedenen Kriegen der letzten 100 Jahre erfahren. Am 5. November hat der pensionierte General Kujat, ehemaliger ranghöchster Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und Generalinspektor der Bundesrepublik Deutschland, ausführlich erklärt, warum wir heute in der Ukraine und Israel Krieg führen. Er sagte, und das ist ein wörtliches Zitat, das ist keine Politik, sondern Fanatismus. So sieht's aus. Er sagt aber auch, dieser Krieg in der Ukraine hätte verhindert werden können, beziehungsweise nach dem Beginn schnell beendet werden können. Dies ist aber auf Druck westlicher Regierungen verhindert worden. Ablehnungen zu Friedensverhandlungen erfolgten immer vom Westen beziehungsweise von der Ukraine. Eine Entscheidung über Friedensverhandlungen wären nach Aussage von Herrn Kujat nicht in Kiew gefällt, sondern in Washington. Den Rest seiner einstündigen Interview könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken. Das hat er mit Philipp Hopf gemacht. Es enthält sehr gute und wichtige Informationen. Ich kann es euch nur empfehlen, sich diese Stunde zu gönnen. Er entschuldigt sich auch über seine eigenen Fehler, was man ja auch nicht mehr so oft erfährt. Guckt euch das an. Es ist sehens- und hörenswert. Und er sagt natürlich auch, Präsident Putin, und das wird ja immer im öffentlichen Fernsehen und Radio nicht gerade so dargestellt, hat mehrmals und beispielsweise am 17. Juni bei einer afrikanischen Friedensdelegation in Russland seine Bereitschaft zu Friedensverhandlungen erklärt. Wenn wir allerdings dies alles ignorieren, werden wir bald am Rand eines dritten Weltkriegs sein. Das ist heute schon mehrmals angesprochen worden. Dieser fatale Weg wird auch in der Wirtschaft in unserem Lande fortgesetzt. Denn unser wirtschaftlicher Absturz ist nicht fremd, sondern selbst verschuldet. Diese Wählermehrheit ist selbst schuld, wenn wir heute Politiker ohne Fachwissen haben und das zerstören, was unsere klugen Vorfahren für uns aufgebaut haben. Uns allen macht zurzeit die hohe Inflation, stetig steigende Energie und so weiter große Sorgen. Die Ursache, hat es schon heute mehrmals angesprochen, liegt nicht im Angriffskrieg von Russland oder einer anderen Macht,
sie verschärft nur die heutigen Situationen, sondern in der Handlungsweise liegt sie in der unserer politischen und geldpolitischen Verantwortung. So sieht's aus. Inflation gab es schon vor diesen Kriegen. Die steigenden Energiekosten und Rohstoffengpässen liegen ausschließlich in den Sanktionen. Ich brauche euch nicht erzählen, wo wir jetzt unsere Rohstoffe herkriegen. Das habt ihr alles heute schon gehört. Wir bauen neue Terminals für Flüssiggas und schippern unsere Rohstoffe übers Meer, was die Umwelt natürlich genauso versaut und mehr versaut, als wenn wir es durch eine Röhre, also durch Pipelines bekommen. Wir als Handwerk können nicht so einfach auswandern, wie es unsere Industrie kann. Ein Handwerksbetrieb ist in der Regel ein Familienunternehmen mit Angestellten, für den sich der Inhaber verpflichtet fühlt. Viele Inhaber sprechen deshalb nicht von Angestellten oder Mitarbeitern, sondern von einer Familie, für die sie sorgen müssen. Wir waren bis jetzt als Handwerk der größte Ausbilder und Steuerzahler. Wir waren ein zuverlässiger Arbeitgeber. Das Baugewerbe wird nach neuesten Aussagen voraussichtlich 300.000 Mitarbeiter 2025 entlassen. Was das für das ganze Handwerk mit seinen Nebengewerken am Bau bedeutet, wie Schlosser, Tischler, Glaser, Trockenbauer und so weiter, kann sich jeder an allen fünf Fingern abzählen. Deshalb mein Dank an alle aus dem Handwerk, ob Inhaber oder Mitarbeiter, dass sie heute an dieser Demonstration teilnehmen und somit um ihren Lebenserhalt kämpfen. Halten wir also zusammen, kämpfen wir gemeinsam um Frieden und unserem wirtschaftlichen Überleben. Nur im Frieden kann Handwerk und Wohlstand für die ganze Menschheit gedeihen. Unsere Politiker mögen sich an ihren Amtseid erinnern, alles für das Wohl des deutschen Volkes zu tun. Die Mehrheit unseres Volkes will keine Waffenlieferungen, sie wollen Frieden. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg wurde immer gefordert, nie mehr Krieg, nie mehr soll eine Mutter ihren Sohn beweinen. Wir wollen Schwerter zu Flugscharen umfunktionieren. Diese Kriege müssen unverzüglich beendet werden. Waffenlieferungen vergrößern täglich das Leid der Soldaten, der Zivilbevölkerung und vor allem der Kinder. Die weltweiten Sanktionen gegen Andersdenkende müssen endlich beendet werden. Ich habe bei der Vorbereitung für den heutigen Tag ein wunderschönes Gedicht gefunden, was ich nicht zurückhalten wollte. Unser Moderator hat mir fast schon den Text geklaut. Es heißt: Schimpfe nicht. Schimpfe nicht auf Sozialisten oder auf Nationalisten oder gar auf Klerikale und auch nicht auf Liberale. Schimpf nicht auf die Kaisertreuen oder auf die Neoneuen. Schimpfe nur auf jene, die's Land regieren, als könnten sie's. Cool, ja. Und da ihr auch wisst, von wem dieses Gedicht ist, es ist von Heinz Erhardt. Danke. Ja. Vielen lieben Dank, Norbert Fischer, Tischlermeister.